Was wollt ihr hier? Eine etwas ältere Frau mit grauem Dutt, die Haare hochgesteckt, steht hinter der Bar, schaut euch an. Offensichtlich sitzt vor ihr eine Stadtwache mit Wappenrock und alles, was dazugehört. Hier ist voll besetzt. Aha, da sind aber noch mindestens 7 Stühle frei. Ist mir egal. Euresgleichen Ja, bedienen wir hier nicht. unseresgleichen, unseresgleichen. Sehen wir aus wie eine Stadtwache? Tut mir Komm, leid, jetzt Euer greif. Gnaden, aber so Leute wie euch wollen wir hier nicht haben. Man greift sich mal den Chorspieß, stellt sich wieder hinter ihn, falls Der Chorim denn doch Chorspieß ist braucht. draußen. Braucht er nicht. Wir suchen jemanden, dann sind wir auch ganz schnell wieder weg. Ja, glaube Ja. ich. Aber hier ist keiner. Nein, natürlich nicht. Ich gehe einfach rein. Ihr missachtet Travias Recht. Ihr missachtet Travias Recht doch genauso, uns nicht zu bedienen. Mein Haus, meine Regeln. Aber man darf auch keinen die Travia für die Gastfreundschaft verwehren. Die Stadtwache, die vor ihr sitzt, schaut so ein bisschen, schüttelt nur mit dem Kopf und ja, wird das Ganze wohl erstmal nicht kommentieren. Dein Blick geht nach rechts. Du kannst hier viele, viele zwielichtige Leute erkennen. Und ihr passt so überhaupt nicht in das Klientel. Überhaupt nicht. Also zum Nicht mal. einen als Geweihter, gut, gerade von Chor, das wird vielleicht noch gehen, aber wenn hinter dir der Magier in der Tür steht, mit dem Chorspieß in der Hand und so ein bisschen, ja, vielleicht leicht versucht zu drohen mit diesem Chorspieß oder ihn auch einfach nur hält, Er hält ihn nur zusammen mit dem Stab in das ist in hier seiner Hand. eher, ja, also Bettler sind es nicht, aber ja, die leben hier von quasi gar nichts. Ich glaube, ich kenne solche Leute aus Fasar. Ja, genau. So. Kennt ihr einen Bosjew? Gebt auch Geld dafür. Ja, mehrere Leute schrecken die Hand aus. So, die ersten drei, die hier vorne einfach sitzen, strecken aber die Ja, Hand aus. als ob ihr den Bosjew kennt. Ich wollte doch einfach nur mein Geld haben. Sie sagen nichts. Ich drücke einem dem. Dem in der Mitte drücke ich mal einen Heller in die Hand. Da, was Ja, weißt du, steckt da ne? ein. Ja, ich kenne einen Bosschef. Ja, und? Was macht er so? Ist er von hier? Streckt wieder die Hand aus. Das ist eine neue Frage. Ja, ich Drücke ihm kenne einen noch. Bosschef. Könnte ihn natürlich auch einfach auf den Tisch knallen. Drücke ihm noch einen Heller in die Hand. Ist der von hier? Nein. Ja, kommt drauf an, welchen Bosschef du meinst. Gibt auch ein paar hier in Nersand. Ihr seht ein bisschen aggressiv aus. Aggressiv? Ich gebe dir gleich mal aggressiv. Und dann packe ich ihn so am Kragen mit beiden Händen, ziehe ihn hoch. Du sagst mir jetzt sofort, ob du einen Boss hier, der nicht Du aus Nersand ist, hörst kommst. dass jeder in dieser Taverne jetzt an sein Schwert greift, wenn er eins hat, oder an seinen Knüppel oder an seinen Dolch. Jeder. Ja, das ist schön. Viel Feind, viel Ehr. Euer Chorspieß, euer Gnaden, und man reicht ihm so den Chorspieß rüber. Nein, ich kann doch nicht meine geweihte Waffe benutzen hier. Lass mich runter, lass mich runter. Dann schmeiße ich ihn in den Stuhl. Die So Stimmung. Ja, die richtig Stimmung wird gehopst. trotzdem nicht besser. Die Leute haben immer noch die Hand am Knauf und halb gezogen sind die Waffen schon. Man reicht den Zweien darüber. Das ist besser? Mal den Zweihänger an der Klinge. Und also nicht so, dass ich damit großartig jetzt auf. Ne, ich hab Halbschwert nicht, aber. So an der Klinge. So. Die alte Mutti, die Tavernenbesitzerin, hebt einmal hier diese Verriegelung des Tresens einmal nach oben, geht dann einmal dran vorbei und schaut dann einmal zum Magier. Rein oder raus? In der Tür stehend und bleibt einfach stehen und stellt den Fuß in die Tür. Wir haben geschlossen. Ja, später. Sie drückt mit dem Ja, ich habe den Rücken Fuß gegen die einfach Tür. an vorne vor der Tür vorne stehen. Ja. Ich
Kannst auch versuchen wegzudrücken, wenn du nicht gerade unendlich stark bist, machst du da gar nichts. Ja, die Stadtwache guckt einfach auf das Bier und scheint das Ganze nicht zu interessieren. Jetzt stehen die Leute auf. Und du kannst erkennen, es war zwar gestern neblig, aber ja, von der Gestalt, wirklich viel hast du nicht erkannt. Aber Hilvi spielt gerade mit Bohrendolchen. Da, Corinne, da vorne, die hat die Wurfdolche. Mach so einen halben Schritt zurück, dass die Tür wirklich so halb zu ist, wie man jetzt hier sozusagen so sieht. Dass man vom Bohrendolch erstmal nicht getroffen hat, steht deswegen natürlich dann irgendwie so. Also, Kinder, ihr wisst, wenn ihr mich eingreift, dass ihr den wahrscheinlich nicht wieder aufsteht, ja? Wir legen uns drauf an. Wir haben geschlossen, brüllt die Tavernenbesitzerin immer noch in Richtung von Koljev. Jetzt komm rein später. Oder lass es bleiben, Koljev. Und Elgor, bring deinen Arsch her. Ja, natürlich, Gorim. Ich nehme die Armbrust dann runter, man möchte ja nicht windrohlich wirken und trete ein. Das geht nicht. Die Frau drückt gegen die Tür und ich habe meinen Fuß hier an der Tür, deswegen die Tür geht nicht komplett auf und dann schaffe ich die Tür aufzureißen, dass die da. Ja, keine also wenn du könntest sie jetzt aufreißen mit einer Körperkraftprobe, dann fliegt sie durch das Gebäude. Also je nachdem, wie stark du drückst, ne? Also kommt jetzt auf die KK-Probe an, entweder du schaffst es oder schaffst es nicht. Das ist halt jetzt so eine vergleichende Probe und wenn du schaffst, dann könnte es sein, dass sie jetzt eben in diese Richtung gewirbelt wird. Und wenn ich. Soll ich es mal hinten rum versuchen? Jetzt. Ist ganz spannend. Okay, dann bleibe ich hier stehen. 3, 2, 1. Schaffe ich es nicht so ein bisschen nur zu drücken, aber. Ja, was willst du tun? Tu es. Ja, die Tür ist auf. Okay, du würfel eine KK-Probe und sie würfelt dagegen. Gut. Ja, würfelt sie mal dagegen. Alles klar, dann drückst du jetzt die Tür mit deinem Arm. Nee, du willst sie aufreißen, ne? Ich will sie aufdrücken, genau. Ja. Ja, dann wirbelt sie gegen den Stuhl. Du stehst jetzt mit dem Rücken zu der Tür, hast sie jetzt aufgemacht, sodass Koljev und auch Elgor, der ist ja herangetreten, kannst dich jetzt nochmal positionieren, wenn du willst, da steht und wir gehen in Kampfrunden. Ja, Mev und Wieglind haben das dann jetzt gehört. Elgor, nicht in mich reinstellen, das geht nicht mathematisch. So. Es können nicht zwei Leute zur gleichen Zeit am gleichen Ort sein. Ja, dann steht doch nicht in der Tür. Geh. So, ja. Schrödinger. Hallo, nein. Wir stehen jetzt, also Elgor steht so. Hinter ihm versetzt. Ja, und genau, jetzt gehen wir in Kampfrunden. Ihr habt das nicht anders gewollt. Bitte einmal würfeln und dann dementsprechend auf der. Gehen wir von unten nach oben, wie gehabt. Deine Armbrust ist gespannt und Bolzen ist eingelegt. Dürfen wir hinten auch Initiative würfeln? Ja, bitte. Wir gerade abgesprochen haben, dass wir dann reingehen. Ja, genau. So, ich nehme jetzt hier einfach mal einen Söldner-Token auf die 15. Das heißt, die Söldner handeln, oder was heißt Söldner? Das Lumpenpack handelt immer auf die 15. Das Lumpenpack. Das ist ein ordentliches Lumpenpack. Mit Aufmerksamkeit orientieren eine normale eine Aktion, ne? Ja. Genau. Gut, dann haben alle ihre Token auf die jeweilige Markierung gesetzt. Wir fangen an mit Wieglind 11. Du hast jetzt gehört, dass die Tür aufgerissen wird und das drinnen laut wurde. Genau, da ist ja irgendwie was gerumpelt, als die Tavernenbesitzerin auf die Stühle da gekracht ist. In dem Moment hat sie sich ja mit Mev abgesprochen und würde jetzt die Tür aufdrücken. Alles klar, dann drückst du die Tür auf und merkst, wie da gar nichts passiert, ist ein Riegel vorgelegt. Ja, dann wird halt zur Not Elgor. Aufgetreten. Okay, Elgor. Dann das ist die erste Aktion, zweite Aktion, gegentreten. Genau. Elgor hebt irgendwie die Armbrust ein bisschen an, sodass er im Notfall halt an Koljev vorbeischießen könnte und fragt dann sonst nur, was geht denn da jetzt los? Ich sehe nichts, geh aus dem Weg! Ja, Koljev ist dran, die Söldner ziehen aber vor, weil sie genau, also ich weiß, was du machst, aber du kannst auf alle Fälle nicht noch dagegen handeln. Aber wenn jetzt Mev möchte, könnte er vorziehen oder, ja, Korin würde ich es auch gestatten. Vor die Söldner jetzt, oder? Genau, du kannst erkennen, also Mev kann erkennen und auch Korin, ihr könnt erkennen, wie sich die Söldner alle in Richtung von Korin bewegen. Die greifen dich jetzt an. Ist ja auch 1 zu 10, oder?
Hier ist 1 zu 1, meint das, oder? Nee, schon 200 wieder. Meter? Nee, das ist auch Blödsinn. Ich hab's, ist gerade dadurch 1 zu 10, genau. 2 Meter, glaube ich. Gucken wir mal. Ah, nicht ganz. Also die Leute sind ungefähr 24 Einheiten bereit. Nein, also ist dadurch, dass 20. es wieder... Dadurch, dass es jetzt gerade eben wieder verändert wurde, passt das wieder alles nicht. Spielt auch eigentlich keine wenig Rolle. Okay, also ich würde erstmal guck mir den erstmal alle so an, ob irgendeiner aussieht wie ein Boss hier. Bin natürlich in Kampfstellung. Du stehst im Rücken. Du kannst jetzt nicht wirklich viel noch erkennen. Was möchtest du tun? Möchtest du dich orientieren? 3, 2, 1. Okay, du tust gar nichts. Gut, dann orientierst du dich, dann steigt deine Initiative um auf den vollen Wert. 6. Mev fährt weiter hinten. Bis. Jetzt, ja, dann los, hau rein. Das unter mir, ist das eine Tür? Das ist eine Tür. Da ich jetzt gesehen habe, wie Wiegand Probleme hatte, versuche ich mal, ob die zu öffnen geht. Ja, das funktioniert. Du kannst die Tür öffnen. Stehst in... Ja, hier ist wohl irgendwie viel Matsch auf dem Boden. Es ist sehr rutschig. Neben dir Kloaken. Abort. Dann nehme ich den Bogenzahn und schaue einmal in jede einzelne rein und gehe dann zu der Tür, ist die wahrscheinlich geschlossen ist dahin, ne? Höchstwahrscheinlich. Alles klar, wir handeln in Kampfrunden. Erste Aktion Tür öffnen, zweite Aktion da reingucken. Bist du in der ersten, im ersten Abort. Ist keiner drin. Okay. Dann handeln jetzt die Söldner. Sie können leider nur 4 angreifen. 1, 2, 3, 4. 4 Leute, die sind in Überzahl. Das heißt, sie bekommen eine Erleichterung von 3. Und alles, was du tust, ist erschwert um, ich glaube, 4. Weil 4 Leute in Überzahl. Aber die Überzahl ist doch nur 3, weil er gleich da hinaus. Wenn jetzt der Henker angreift, also wenn die hat er 3 Leute. Ich glaube, dann werden die wahrscheinlich jetzt hier. Der erste kommt, angreift an, der hat keine Erleichterung. Der erste nicht. Kommt, nein, das ist an, richtig. Ein Punkt Erleichterung. Die greifen aber alle auf die 15. Ist egal, okay, du hast recht. Dann würfel ich einfach mal 4 Stück. Und von links nach rechts kriegen sie 0, 1, 2, 3 Punkte Erleichterung. Genau, der erste nicht, der zweite ja. Jetzt, okay, dann hast du 3 Angriffe, die dich jetzt treffen. Ich habe 2 Angriffe, die mich treffen. Das sind dann Schlagringe, die sie wohl haben. Oh, wie süß. Ja, mach Schaden. Gut. Ich kann die beiden anderen Angriffe nichts machen. 2 Händer, dann 1. Du hast 1 pariert, ne? 1 habe ich pariert, ja. Gut. Ach, er kriegt ja Heimwaffenschaden. Auch. Hast du irgendwie eine Rüstung? Ja, ne? Ja, ich habe eine Rüstung, die würde ich auch als Geweihter, außer ich sag's an, niemals ablegen, außer hab zum ich, Schlafen. Habe ich mir gedacht, okay. Dann bekommst du einmal 2 Schaden durch die erste Kampfrunde von wahrscheinlich Bjornski, der Jäger. Ja, brauchst gar keine Trefferzone auswählen, ich habe überall mindestens 4 Rüstungen. Ja, klar. Geht einfach nur darum, dass du deine Lebenspunkte abziehst. Dann sind die Söldner mit der 15 durch. Koljev wäre wieder dran. Zum ersten Mal dran. Genau. Ja, Koljev wird das tun, was Elgor will. Nämlich hier 2 freie Schritte sozusagen, ungefähr so müsste das ja wahrscheinlich sein, 2 freie Aktionen, 2 Schritte zurück machen, weg von der Tür, dass Koljev da endlich agieren kann. Und wird ja hinauszögern, kurz gesagt, seine Handlung verlieren. Er will gucken, was passiert, zögert dadurch aber zu lange. Gut. Die Stadtwache guckt jetzt mal in deine Richtung. Du hast sie angegriffen, sagt er zu Korim. So, nächste Kampfrunde. Wir fangen von unten nach oben an. Wie klingt das dran? Okay, die Aktion mit dem Tür gegentreten, das war noch von der letzten Kampfrunde, oder? Ist genau, das richtig. Nee, das ist letzte Kampfrunde gewesen. Machen wir eine KK-Probe gegen die Tür. Dann machen wir noch einen raufen Angriff. Beziehungsweise den Schaden von einem raufen. Das ist wahrscheinlich auch nur eine normale W6, ne? TPKK sollte keine Rolle spielen. Ja, dann knackt es einmal und ein großer Riss ist in der Tür. Könntest du es ein zweites Mal gegentreten, dann steht sie offen. Okay, dann tue ich das in dieser Kampfrunde. Gut, nächste Aktion. Stehst jetzt in der Tür drin? Tür drin. Okay, bum bum bum. Weitergehen hier. Weitergehen, zur alles klar. Tür. Dann kannst du bis hier hin, das ist so eine kleine Pendeltür, die dann, also du kannst dann in diesen Raum reingucken.
Ja, hier eine ganze Menge Chaos. Korim legt sich gerade mit vier ja, Abschaum, kann man das so ziemlich zusammenfassen, legt er sich mit vier Leuten gleichzeitig an. Andere Leute stehen hier immer noch und warten, dass sie irgendwas tun können. Ilvi schmeißt gleich mit Bohrendolchen, wenn hier die Leute irgendwie ein bisschen beiseite gegangen sind. Ins Getümmel. Genau, und Roswo würde gleich durch die Tür verschwinden. Das sind so deine Dinge. Du könntest noch eine freie Aktion bringen, sowas wie rufen oder so. Nee, ich schaue erst noch. Okay, dann Elgor. Elgo nimmt die Armbrust hoch und versucht sich erstmal wenig Aufmerksamkeit zu verschaffen. Alle Mann die Flossen hoch, schätze ich. Alle Mann, die Flossen hoch. Willst du was tun? Drei, Reagieren die? zwei. Also, Nö. nein, die Also, Runde du nicht. kannst, Ich muss kannst du abwarten, ob diese Runde sowieso nicht machen. Also, entweder richtig, du ich tust muss jetzt was oder abwarten, ob nicht. die reagieren. Also nein, ich tue nichts. Gut, Koljew. Zweite Aktion, ist das sowas, was man jetzt? Nee, das ist die nächste Kampf. Achso, du hattest in der letzten Kampfrunde hattest du noch gar nichts gemacht, ne? Bist nur zurückgegangen. Ich bin zurückgegangen und habe meine Runde verfallen lassen, weil ich mich sozusagen orientiert habe. Ich Ja. hab mir das alles angeschaut. Gut. Dann bist du jetzt dran. Du weißt nicht, was die anderen tun. Ja, ich erhöhe mir also meine Initiative und ja. Orientierst dich. Ich habe mich letzte Runde Okay. orientiert. Ja. Und diese Runde, ich schaue einfach nur und ja, schaue ungläubig zu dieser Stadt. Nein, ich kann die gar nicht sehen. Schaue zu Elgo. Mach was, mach was! Ich habe eine freie Aktion zum Antworten. Ja, was denn? Ja, wo sieht doch nicht? Ja, scheiße! Roswo stürmt durch die Tür, der hat keine Lust und prallt da dann auf Mev. Können uns gleich mal angucken. Er ist ziemlich verdutzt und würde dann erstmal nach dir schlagen, Mev. Du bist aber, also du kannst es sehen, wie er durch die Tür stürmt und könntest vorher noch agieren. Sage ich halt und nehme den Bogen, also Er nehme den hält Bogen hoch, nicht. dann schieße ich. Alles klar, dann Zeit zum Zielen ist nicht, du müsstest dann jetzt sofort schießen. Ungezielt. Ja. Nächste Aber es Nähe, ist sehr menschliche nah. Bewegung, genau. Sehr Einfach mal ein nah, W20 mittel. reinschmeißen. Das ist getroffen. Dann kannst du Trefferzone auswürfeln und den Schaden. Gleich hinterher. Schaden plus 1, ne? Plus wegen Entfernung, ja. Autsch. Wunschwelle ist verringert. Ja, genau, minus 2. Roswo schaut mal, ob der sich beherrschen kann. Das ja, dürfte nicht gelungen sein. Er schreit und geht hier in die Knie, bleibt dann da liegen und hält sich seinen Arm. Die anderen, Hilvi schmeißt in das Getümmel auf Korim ein Borndolch. Das ist ihr egal, ob sie andere trifft. Das ist gelungen, das ist Fuck. mit einer 9 sogar Fuck. bestätigt. Nee, besteht dieses bestimmt nicht wegen der Erschwernis von den anderen. Sie kriegt ja schon Dann. allein Auf dem wegen Bestehungswurf gibt es 1, keine 2, 3, 4, Erschwernis. 5 Beteiligten kriegt sie ja schon 10 Punkte Ach Erschwernis. so, 10 Punkte doppelt. Okay, alles klar. Dann ist das nicht bestätigt, aber ist auf alle Fälle getroffen. Im Handgemenge kriegt sie sogar 3 Punkte pro Beteiligten, das kann sie vergessen. Zumindest trifft sie Aber. Korim. Ja. Sie wird gar nicht treffen können, mathematisch. Aber die Nur einzelnen mit der Würfel trifft 1, sie. mit der 1 hat sie es Nein, natürlich sie geschafft. Ja, genau, aber es gibt ja eine Genau. Fernkampfregelung, dass wenn der mindestens Was zu erschwert gibt ist, mir dann den darf man keinen So, Ach, jetzt vier halt die Leute. Schnitte. Weniger Regeln. Mehr Vier Leute spielen. angreifen. Kriechen, wenn man den Eins, Schaden vorher. zwei. Ja, Borndolch. So, das ist einmal der Borndolch. Gar nicht so Ja, viel. trage ich gar nicht erst ein. Genau, und dann noch einen Angriff. Das ist auch wieder eine 1. Da müsstest du mal gucken, ob du parieren kannst. 15. 15, ja, nee, mit Halbe Parade Erschwernis nicht sprich. genug. Halbe Parade, dann kriegst du hier einmal 6. 12. Genau. Ist ja eh Ausdauerschaden, ne? Dadurch, dass das Schlagringe sind, nicht, nee. Ah, scheiße. 6, 12. Wo denn? Sag mir mal wo. Schauen wir mal nach. Auf Bildarm. deinen Schildarm. Was habe ich denn da an Rüstung? 4. Das hat mich gekitzelt. Ja, die anderen Schläge würden dich prinzipiell auch alle treffen, aber du kannst dann deine Arme rumreißen und alles parieren, was dann an anderen Schlägen auf dich zufasst. Die 18er treffen mich? Ja, nein, treffen sie nicht, nicht regeltechnisch, aber du kannst sie daneben wegparieren. Aber es ist halt Blödsinn, wenn sie dich nicht treffen und tauchst unter den Schlägen weg und parierst sie wie ein Halbgott.
Gut. Die anderen, ja, wollen wohl auch noch irgendwie was vom Kuchen abhaben, aber können halt eben nur 4 Leute auf dich einstimmen. Ich glaube 6 oder so. 6 Leute maximal. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber zumindest laufen die hier so ein bisschen herum. Und ja. Das war die 15. Meff hat eben schon geschossen. Koljev ist dran. Ja, eine Aktion, die nehme ich jetzt hier, Zauberer darauf halbieren. Axelratus auf sich selber. Er packt sich selber in die Arme und sagt, Axelratus blitzgeschwind. Okay. Und ja, er denkt sich jetzt, okay, das scheint ja total aus dem Ruder zu laufen. Unser guter Mann scheint bald zu sterben. Hier muss irgendwas geschehen. Da ich kein Kämpfer bin, notfalls die Flucht vorbereiten. So eine Pussy. Korim kann noch. Ja, Korim kann noch. So, da die mir jetzt richtigen Schaden zugefügt haben, halte ich mich natürlich nicht mehr zurück. Der vor mir steht, kriegt jetzt erstmal einen Wuchtschlag 4 rein. Sag ich. Ja, du hast dein Zweihänder, ne? Sag jetzt nicht, die durften die Dingens bestimmen. Naja, also sie sind auf 15 und du bist mittlerweile auf 20, aber sie haben auf Haaren gegriffen. Ja, dann erhöhe ich halt die Distanzklasse. Dann mache ich Befreiungsschlag, den ich mir natürlich nicht gekauft habe, ich Idiot. Naja, egal. Dann hau ich den nächsten mal, halt. Lass mir mal bestehen. Ja. Ich schmeiß mal den Typen an. Ja, theoretisch nicht, nee. Nee, theoretisch nicht. Dann versuchst du mit deinem Zweihänder im Gerangel, das wird aber auch nichts passieren. Also du knuffst den einen mit dem Knauf, aber der zuckt nur kurz zurück, bekommt keinen Schaden, alles gut. Und du merkst, wie dann auch zwei weitere mörderische Banditen und fiese Mörder auf dich zulaufen und das langsam ziemlich, ziemlich voll wird. Die müssen sich doch gegenseitig schon behindern. Nö. Tun sie auch. Regeltechnisch nicht. Ich hasse die Regeln. Also du kannst von, ich glaube, 6 Leuten angegriffen werden, aber maximale Überzahlregeln sind 4. So, nächste Kampfrunde, Wieglind. Ich würde ganz gern mal hier Regal gucken, da scheinen ja die Spirituosen zu stehen. Steht da irgendwas so hochprozentiges, dass man gleich erkennt, dass das so hochprozentig ist? Dass das ist? Bestimmt. Würfel mal eine Zechenprobe. Moment. Das ist doch eine gute Variante. Brauer würde bestimmt auch noch gehen. Brauer kannst du auch machen. Ja, du erkennst auf alle Fälle, das ist was Illegales, 95%, und das tut weh, da drehen dir die Augen von. Okay, da möchte ich gerne mal mich hinorientieren, das aus dem Schrank nehmen. Stehen hier irgendwo Kerzen? Kerzen? Wir haben keine Schicksalspunkte. Aber ja, du findest Kerzen. Okay, gut. Also, du kannst auch Kerzen auf den Tischen erkennen, wenn du willst. Nee, ich stehe ja jetzt hier am Regal. Also, mir geht's darum. Auf der anderen Seite, ja. Genau, kriegst du. Das ist so okay. So ein hochprozentiges nehmen, so ein Wischtuch reinstopfen, anzünden und mal irgendwo hinschmeißen. Ja, Molotow-Cocktail bauen in 3 Sekunden ist schon eine Kunst, aber wir machen erstmal bei Elgor weiter. Ich möchte gerne auf den nächstbesten Banditen schießen. Also eigentlich nur rein und hoffen, dass ich nicht Korin treffe. Ja, direkt vor dir in den Rücken. Nur so weit offen. Du kannst sowieso nur diesen Typen treffen. Nee, er ist aufgerissen. Die Tür ist aufgerissen. Die ist aufgerissen, genau. Die hängt jetzt gerade in den Angeln hier. Ich würfel erstmal und dann sehen wir weiter. Ja, auf kürzeste Distanz kannst du auf alle Fälle dem Henker in den Rücken schießen. Gar kein Problem. Alles klar, dann schieße ich ihm in den Rücken. Hier kommt Schaden. Warte, der wird um 1 erhöht. Jetzt kommt und dann lädst du erstmal 3 Jahre nach. Ach ja, Doppelklick. Richtige Heldendinger. Leute von hinten in den Rücken schießen und alte Tavernenbesitzerinnen in ihre eigene Taverne herumwirbeln. Ja. 8 Schaden, Wunsch wird es um 2 Punkte gegeben. Ja, der Henker geht bewusstlos hier. Tür ist frei. Ja. Und dann rufe ich nochmal laut. So, jetzt entspannen wir uns alle erstmal. Einen Moment lang. Das ist das, was du brüllst. Dann sind die weiteren Söldner drin mit der 15. Will irgendjemand vorziehen? Ja. Okay. Ich möchte quasi meine Distanz, jetzt wenn die los anfangen, quasi einen Schritt zurückgehen, um meine Distanz auf N zu legen. Ich weiß, dann kriegen die alle Passierschläge, aber die sind alle um 4 erschwert, also ich habe da keine Angst vor. Gut, schauen wir einfach mal, das sind jetzt gerade 5 Leute. Ob da irgendjemand trifft, die 19 trifft nicht, die 9, die 5, die 2, das sind 3 Leute. Ja, was sollen sie machen? 3 Leute.
Es ist einmal ein Schaden, ne, beziehungsweise 5 plus 1 und 6 plus 1, je nach Trefferzone. Müssen wir mal gucken. Torso. Ja, Torso habe ich 7 Rüstung. Gut, dann geht da gar nichts durch. Und ich bin auf meiner Distanzklasse. Wunderbar. Jetzt dürfen die alle wieder verkürzen. Richtig, ja, dann hast du deine Distanz verkürzt. Ja, meine verlängert. Ja, genau, meine ich. Mev könnte noch vorziehen. Natürlich kann auch Kolja vorziehen. Die anderen würden sonst weiter prügeln. Haben die nicht ihre Aktionen jetzt verbraucht? Wenn die nee, das ist ein Passierschlag, das ist eine Freiaktion. Okay. Ich denke, er schafft das schon. Ich warte erstmal auf. Das kann ich nicht noch schlagen? Hm? Nee, ich habe ja pariert quasi. Ach, egal. Ich habe ja noch eine Aktion, richtig? Ja. Willst du deine Armbrust fallen lassen? Dann könnte sie kaputt gehen, oder was willst du tun? Ich wollte eigentlich was rufen. Okay, das geht, klar. Vielleicht solltet ihr einen strategischen Rückzug erwägen, euer Gnaden. 1, 2, 3, 4, 5 Leute, die jetzt auf dich ein... freie Aktion... Nee, das ist keine freie Aktion, sie haben kein Schnellziehen. Aber sie ziehen ihre Dolche und würden es jetzt mit dem Dolch versuchen. Das ist nämlich schöner. Dadurch, dass du nicht... Na, hast du schon angegriffen? Angegriffen, getroffen habe ich noch keinen. Nee, du hast nur deine Distanzklasse vergrößert, ne? Mhm. Hast du eine Attacke gewürfelt zum Vergrößern? Nee, ich bin einfach zurückgegangen zum Vergrößern. Achso, okay. Bin passiert, klar, gut. Also, habe ich lieber den Passierschlag mitgenommen, als dass ich eine Attacke würfeln muss. Um zu blöd. Ja, ist richtig. Sie haben eine Aktion für Dolche ziehen und dann würden sie einmal gerne zustechen. Sie stehen in der falschen Distanzklasse, also sind die um 4 Punkte erschwert. Sechs. Ja, sechs Punkte, ne? Und um x Punkte erleichtert, um 4 Punkte erleichtert, weil das sind ja eine Überzahl. Ah, jetzt fall mir noch in den Rücken, Johnny. Dann sind das 5 Dolche. Ja, würfel bitte den Schaden aus. Ich habe jetzt keinen... Plus 2. Der Einer ist egal. 6 plus 2 sind 8. Der Zweier ist auch egal. Genau, die 4 und die 5 können wir nochmal. Also der erste ist ein Schwertarm. Ja, das sind dann 3 Schaden. 8 Schaden, dann sind das 4 Schaden. 20, das ist der Kopf in die. Das sind 4 plus 2 sind 6 in den Kopf. 6 in den Kopf. Genau, und. Ich habe genau 6 Rüstung im Kopf. Dann ist egal. Und einmal 5 plus 2 in den Bauch. Sind auch 7, ist also auch egal. Ja, in den Bauch ist egal. Aber die 4 in den Arm. Ne, 8 waren in den Arm. Das erste war ja, die 6. Ja, aber ich ziehe ja 4 ab, weil ich wieder Rüstung habe. Genau, gut. Dann eine weitere Tropfen Blut, die du korgefällig vergießt. Mhm. In dieser komplett nutzlosen Schlägerei. Ja, ist das jetzt chorgefällig, wenn die alle niedermetzel? Oder meinst du, Chor findet das auch ganz geil, wenn ich mir mal zurückziehe und vielleicht nicht... Das weiß ich nicht, das ist deine Entscheidung. Ja, das muss ich gerade. Sei zwiegesprächig mit meinem Gefühl. Du hast noch Zeit, Mev ist dran. Mev, was willst du tun? Einen neuen Pfeil einlegen. Neuen Pfeil einlegen? Gut, dann legst du einen neuen Pfeil ein und du kannst sehen, wie Gari auch, also du kennst ihren Namen nicht, aber auch sie läuft an dir vorbei, will wohl nicht angreifen, sieht da wohl den heulenden Rosvo, würde aber gerne an euch beiden vorbeieilen. Dann lass ich das laden und stell mich hier in den Weg. Halt! Was?